Hallo ihr Lieben! Ja, willkommen zum Livestream Die hohe Kunst der Selbstliebe, und zwar die hohe Kunst der tantrischen Selbstliebe. Ja, sagt mal Hallo, wenn ihr da seid. Genau, das ist heute mein erster Livestream, wo ich auch Leute dazu eingeladen habe. Genau. Tja, muss ich mal gucken, kann ich denn hier den Chat sehen? Ich gucke mal kurz zum Chat. Sagt mal Hallo, wenn ihr da seid. Ah, ich glaube, jetzt kommt jemand. Hallo, wer bist du denn? Die hohe Kunst der tantrischen Selbstliebe. Löcher in den Bauch fragen. Genau. Was stellt ihr euch darunter vor? Was darf man sich darunter vorstellen? Hallo, hallo Herr Ring. Ja, wir warten mal noch einen Moment. Genau. Er kommt, ich habe eine schlechte Netzwerkverbindung. Gut, so kann man das auch gleich mal testen. Ja, warum habe ich diese Gruppe gegründet? Selbstliebe. Das ist tatsächlich ein Thema, das mich schon viele Jahre beschäftigt, aber leider von einer etwas ungünstigen Seite, ja, hat mich das lange beschäftigt. Und zwar habe ich so ewig lange immer wieder verwechselt, was ist Selbstliebe und was ist Egoismus, ja. Ich bin ja sehr, sehr religiös aufgewachsen und habe das immer wieder gehört, sei nicht so egoistisch. Wenn ich einfach mal einen Satz mit ich angefangen habe und irgendwann war ich total nervös und oh, wie soll denn das jetzt hier gehen, wenn ich mir was wünsche und darf das Wort ich nicht verwenden. Und da ist bei mir total viel durcheinander gekommen. Und wie kann man das differenzieren? Was ist jetzt wirklich Selbstliebe und was muss? Oder andere Formen von Manipulation? Weil da irgendwo hier im Herzensbereich was gestört ist. Und um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, was hat jetzt Tantra mit Selbstliebe zu tun? Und wie hat mich Tantra unterstützt, überhaupt auf dem Weg in die Selbstliebe zu kommen? Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die mich total berührt haben. Und mir geholfen haben, total mein Denken, meine Denkvorstellung, meine Vorstellung vom Denken auch zu ändern. Und meine Vorstellung über alles, was mit mir ist, was mir passiert, was von außen auf mich zukommt. Genau. Ja, zum einen gibt es ja im Tantra unglaublich viele Meditationsformen. Und bei den Meditationen, da wird einfach zum einen ein Gewahrsein erreicht. Ja, du kommst zur Ruhe, du nimmst wahr und das ist völlig egal, ob du eine Berührung über den Körper bekommst, ob du ein Lied hörst oder Töne oder Vögel in der Natur oder ob du dich bewegst oder ob du ganz in der Stille bist, ob du im Außen mit der Schöpfung agierst. Oder tief in dir drin deine inneren Welten anschaust. Ja, ich habe Tantra erfahren als einen Weg der Bewusstwerdung, einen Weg mit sexuellen Blockaden und Störungen aller möglicher Couleur anders umzugehen, sie neu zu bewerten, um sie letztendlich irgendwann völlig aus der Bewertung rauszunehmen. Und ja, das möchte ich total gerne teilen. Meine Erfahrungen, mein Wissen inspirieren, Impulse geben einfach, wie kannst du dich selber wieder fühlen? Das war für mich ausschlaggebend so in dieser Reise. Ich kann mich ja nur lieben, wenn ich mich wahrnehme. Und viele Menschen können sich gar nicht mehr wahrnehmen. Ich habe mich auch viele Jahre nicht wahrgenommen und ich bin auch immer noch auf dem Weg, immer mehr von mir selbst wahrzunehmen.
Und in dem Moment, wo wir uns selber nicht wahrnehmen können, was passiert da mit unserer Wahrnehmung? Wir sind natürlich permanent auf Empfang. Geräusche, Gerüche, Lärm, Hektik, bunte Bilder, Chaos, was auch immer. Wir nehmen das alles auf. Und wenn wir nicht bei uns sind, weil wir keine Wahrnehmung für uns, unseren eigenen Raum, unsere eigenen Bedürfnisse haben, dann stürzt das quasi alles die ganze Zeit nur auf uns ein und schmeißt einen immer wieder aus der Kurve. Und was ist mir da passiert? Ich habe immer nur alles Mögliche gefühlt. Ich habe die tiefste Trauer im Raum gefühlt. Ich habe den größten Stress im Raum gefühlt. Ich habe die krassesten Aggressionen im Raum gefühlt. Und habe die ganze Zeit immer nur geguckt, wie muss ich mich da anpassen? Was muss ich jetzt machen, dass irgendwie nicht das Ganze über mich hereinbricht und mich tötet? So, das war meine Ausrichtung. Die ganze Zeit immer nur fühlen, wo ist der Stress und was kann ich machen, um das Ganze irgendwie zu mildern, zu deeskalieren, irgendwas dem anderen erfüllen, was er noch nicht mal ausgesprochen hat, nur damit das alles wieder gedeckelt wird. Und was habe ich wahrgenommen? Gefühle, 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 Gefühle von allen Seiten. Und was konnte ich gar nicht mehr? Atmen und fühlen, fühlen, was da so ganz, ganz, ganz tief in mir drin ist. Das konnte ich überhaupt gar nicht mehr wahrnehmen. Und je mehr ich mich mit Spiritualität und mit Tantra und mit Meditation und mit all dem beschäftigt habe, desto mehr habe ich wahrgenommen. Ich habe die Leute immer besser auslesen können und habe natürlich auch ihre Resonanz gefühlt auf das tiefste Sehnen, die tiefste Sehnsucht. Aber gleichzeitig habe ich immer den tiefsten Schmerz genauso gefühlt in meinem eigenen System, weil ich war nicht bei mir. Ich war ja immer überall bei allen anderen, da und dort und hier und da. Weil ich nicht in mir drin sein konnte durch ja, Sachen, die mir passiert sind, Sachen, an die ich mich teilweise auch nicht mehr erinnern konnte. Da lag einfach so ein Deckmantel drüber, der Deckmantel des Schweigens, der Deckmantel der Religion und noch so ein paar andere. Und all diese Schichten, die so über mir drüber lagen, all diese Gefühle, all diese Verwirrung, all dieses, oh Gott, wie soll's sein und wie ist es richtig und wie brauchst der, damit ich keinen Ärger habe, all das war im totalen Aufruhr, im totalen Chaosmodus. Und ich habe mich selbst überhaupt nicht mehr gefühlt. Weder gut noch schlecht im Prinzip, denn ich habe nur das gefühlt, wo ich meinen Fokus hatte. Mein Fokus war auf den negativsten Gefühlen im Raum, weil ich muss mich ja davor schützen. Das war im Prinzip permanent mein Ansatz. Ja, wie kann ich mich schützen? Wie kann ich sicher sein? Und seitdem ich den Weg über Tantra gegangen bin, ja, ich habe vorher viel Energiearbeit auch gemacht, aber erst als ich über den Körper, über die Tantra-Massage wirklich meinen eigenen Schoßraum wieder in mein Bewusstsein geholt habe und weg von, was muss mir das jetzt für Bedürfnisse erfüllen, ja? Ich meine, wenn du mit Tantra-Massage anfängst, ganz ehrlich, da gibt es so tolle Technik-Berührungen und du denkst dir nur so, Wahnsinn, ich bin noch nie so berührt worden. Nie, 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 nie. Und es ist totally overwhelming, ja. Das überrollt dich mit einer Intensität. Und dann ging es los. Echt, dann kam von unten nur noch kamen die ganzen Themen hochgepoppt. Alles Mögliche an Angst, an Wut, an Drama, also alles, was bis dahin irgendwie so schön gedeckelt war, das ist Stück für Stück wirklich aus mir herausgebrochen. Und das hat manche Themen tatsächlich auch erstmal richtig verschlimmert, ja, dass ich die auch wirklich dann anfangen konnte zu fühlen und nicht mehr abgelenkt von den ganzen Gefühlen im
Und in dem Moment, wo du ganz bei dir ankommst und auch nicht mehr den verlockenden Seiten nur noch folgst, ja, so wie, boah, die Massage ist toll und das ist der Hype und da muss ich hin, sondern anfängst, das wirklich als Tool zu nutzen, dich selbst immer mehr zu fühlen und aus einer Absichtslosigkeit heraus zu handeln. Und das war so schwer, ne? Weil man endlich so eine Berührung kennenlernt, wo man denkt, boah, juhu, das habe ich mir schon immer gewünscht. Die Jagd nach dem Orgasmus war eröffnet, ja? Wenn du jahrelang wirklich so das Gefühl hast, du lebst total frigide und du fühlst gar nichts mehr. Und wenn du an deiner Yoni berührt wirst, so nach 10 Minuten denkst du dir, ah, ist jetzt bald mal fertig? Oh, pff, so. Und dann springst du aus dem Bett und musst erstmal putzen gehen, um deinen ganzen Frust und Stress abzubauen, weil es nicht dazu geführt hat, dass du einen Orgasmus hattest und weil du einfach nur angetörnt warst und keine Möglichkeit hattest, dich fallen zu lassen. Einfach weil sich fallen lassen in der Vergangenheit Todesgefahr bedeutet hat. Ja? Also das hat mich schon in mega krasse Prozesse gebracht und auch meine Anspruchshaltung, die ist erstmal richtig nach oben geschnellt. Also, boah, Tantra-Massage, wow, so toll und ja, jetzt will ich nur noch die tollsten Orgasmen und das hat natürlich so überhaupt nicht funktioniert, ne? Das ist total klar. Und so bin ich sozusagen immer mehr auf mich zurückgeworfen worden und immer mehr angekommen, wirklich mal hinzugucken, was fühle ich denn und was wünsche ich mir denn und wie sieht denn meine sinnliche Landkarte aus und was für ein Schmerz liegt darunter und welche, ja, einerseits übergriffige Themen, die ich erlebt habe als junges Mädchen und junge Frau, aber auf der anderen Seite auch ganz viel Ablehnung in der Sexualität, ja, so wie, oh, du bist so kompliziert, mit dir wird das nichts, so. Dieses Hin und Her von, ich wurde quasi überfallen. Ja, ich habe auch Nächte schon gehabt, wo ich wirklich Überfallkommandos erlebt habe und mich eine ganze Nacht wirklich körperlich gewehrt habe gegen eine Penetration. Ja. Und ich habe das überlebt. Aber das ist natürlich alles zwischen mir und meinem Fühlen und meiner eigenen Lust. Ja? Wenn du immer wieder erlebst, dass sobald du ein bisschen in deine Lust kommst, sofort die Vampire kommen und dich packen und zerreißen, dann schaltest du irgendwann die Lust ab. Die ist dann nicht mehr, sie ist nicht mehr dienlich. Ja? Ich habe sie so viele Jahre verdrängt und verleugnet, 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 verleugnet. Und über den Weg der Schoßraumehrung und Yoni-Verehrungs- und Halteritualen und ganz viel Salbungen auch mit Rosenöl, mit Yoni-Steaming und Ablösung von alten Ahnenthemen und karmischen Themen und viel von meinen religiösen, ja, ich sag immer Bleiplatten aufgelöst. Das hat für mich immer wie auf so eine Bleiplatte gewirkt, die Religion hier oben so, ne? Alles dicht gemacht und auf meinem Herzen auch. Und wirklich über Tantra-Massage, über Atmung, über ganz viel Meditation, ja, bin ich immer, immer, immer näher an meinen Kern rangekommen. Und ja, zum einen ist das ein Weg, ne, der übers Bewusstsein geht. Zum anderen ist es ein Weg, der so ganz tief durchs Herz geht. Tief auch in Berührungen hinein. Immer wieder vertrauen, sich berühren lassen, andere berühren und immer wieder einfach nur wahrnehmen, wahrnehmen, wahrnehmen. Was ist da? Und das Geheimnis, ja, ich habe ja viel Prozessmassagen gegeben, weil ich das einfach immer toll fand, wenn was in Bewegung gekommen ist und wenn die Emotionen hochgekommen sind und
Ein Teil von mir hat es auch immer so ein bisschen gebraucht, um sich lebendig zu fühlen. Aber so ganz tief in mir drin habe ich das einfach auch immer sehr, sehr berührend gefunden, ja, wenn so eine Bewegung entstanden ist. So, jetzt bin ich kurz vom Weg abgekommen. Wo komme ich gerade her? Ja, ich habe viele Prozesse erlebt bei Massagen und habe immer geguckt, was kann ich machen, was kann ich tun. Ich war immer noch viel zu sehr im Machen, weil mir das Vertrauen gefehlt hat. Mir hat das Vertrauen oft gefehlt, dass da, wo der Schmerz ist, genau dort auch die Lust liegt und die Freude und die Annahme und die Präsenz. Und ich meinte immer, ich muss ganz, ganz, ganz viel wissen. Und ich habe Bücher und Kurse und Ausbildungen in mich reingestopft und habe selber experimentiert. Tag und Nacht habe ich eigentlich manchmal nichts anderes gemacht. Und ja, jetzt komme ich immer mehr an den Punkt zu spüren, dass es gar nicht so sehr das Machen, Machen, Machen ist und das Wissen, Wissen, Wissen. Also das Machen im Sinne von Machen wollen durch schlaues Denken und Handeln. Das ist was, was ganz gerne auch mal das Ego immer wieder nährt. Sondern zu fühlen und bis zum Kern mich durchzufühlen und zu wissen, es gibt nichts zu tun. Es reicht total, wenn ich präsent bin und wenn ich da bin. Ja, und in diesen Austausch möchte ich gerne, total gerne mit euch treten. Was habt ihr für Fragen? Was bewegt euch? Total gerne teile ich auch meine Erfahrungen mit euch. Ab und zu machen wir hier auch im Wandelraum für Magie, Lust und Bewusstsein bei uns im Kreativhaus Unfinden so ein Heilungsflashmob. Ja. Da kommen Freunde und Bekannte. Und wir verbringen dann Zeit im, ja, mein Sohn sagt, Mama, warum heißt der Raum eigentlich nicht Shaktis Feuer? Ja, wir sagen immer der Gemeinschaftsraum, aber da ist auch ein wunderschöner Ofen mit einem total schönen Feuer. Und da sitzen wir ab und zu und machen einfach unsere Heilarbeit. Wir singen, wir tönen, wir spielen Didgeridoo, wir beleiben uns und wir atmen und schnüffeln an den leckeren Ölen. Und jeder. Das ist wie so eine Spielwiese. Jeder hat so die Möglichkeit, mit dem, was er am besten kann, einfach seinen Beitrag zu leisten und das so in die Gruppe zu geben. Und boah, da haben wir einfach schon unglaublich berührende, wunderschöne Stunden gehabt. Und fühlt euch eingeladen, nach Unterfranken zu kommen. Kommt in unser Haus und besucht uns und verbringt Zeit mit uns und lasst uns einfach heilen, einfach mit uns. Und in dieses gemeinsame, heilsam miteinander sein eintauchen. Genau. Mein Netz buggt ab und zu und ist wieder weg. Und ich werde jetzt einfach den Moment nutzen, einen Stopp für die heutige Session zu machen. Wenn du magst, stell mir einfach deine Fragen. Und wenn du willst, dass ich gerne mit dir darüber rede, dann schlag mir doch vielleicht einfach einen Termin vor, wann es für dich gut ist, und dann machen wir einen Live-Chat hier. Okay, also bis dann von Herzen. Alles Liebe, deine Tabitha Suguna.